Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salvete Spectatores zu einem weiteren Let's Play von Total War Arena. Diesmal wieder mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir haben noch drei weitere Mitstreiter, oder ich habe heute noch drei weitere Mitstreiter. Team Maximum ist ausgereizt. Der erste ist der Cornelius Drake. Ich grüße dich. Hallo. Und dann haben wir noch den, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Jonas? Jona. Auch. Also es war fast richtig. Sorry, wir haben ja noch nicht so oft miteinander gespielt. Du spielst den Arminius. Ja. Und dann haben wir noch den Aris dabei, der spielt die Kynane Tier 5 mit Steinschleuderin. Ich grüße dich auch. Servus. Das ist übrigens heute sehr zickig von mir. Ich habe gebeten, der musste jetzt extra wegen mir das Fenster zumachen, weil mich die Hintergrundgeräusche so gestört haben. Ich bitte das zu entschuldigen und ich hoffe, dass wir jetzt alle hier ein nices Match haben werden. Jona, sollen wir tauschen, dann bist du schnell beim Turm. Ja. Dann gehen wir auf die 6 und dann war die 4 und ich komme danach rüber. So. So, auf geht's. Okidoki, ja, es ist ja eine interessante Kombi. Ich würde aber trotzdem sagen, wir versuchen defensiv zu spielen. Vielleicht mal den Watchtower so langsam pushen, oder? Ja. Den Watchtower ein bisschen pushen. Ich push können, mal vor. Wir können Yoda langsam mal vorlaufen lassen. Mal langsam rushen, ja? Genau, okay. Mal langsam rushen. Wir haben hier die Steinschleuderer als Backup. Die sind hier extrem entscheidend. Wenn Yoda ein bisschen scoutet, werden wir auf jeden Fall ordentlich noch Punkte machen. Unten ist Kaff. Auf der Straße. Kämpft gegen Kaff und gegen Schwetter. Oh, das ist aber gemein. Tier 5 gegen Tier 3. Okay, ich mache jetzt... Kriegshunde, 6-mal Kriegshunde. Okay, also müssen wir jetzt unseren Ares ganz schön aufpassen. Ich werde auf jeden Fall mal hier gleich ein paar Pfähle vorne dran setzen. Und Steinschleuderer kommen dort. Schaut oh ja. Im Wald, weil das sind auch Safe Units. Und Tier 6, ja. Ein bisschen unfair. Tier 3 und Tier 5 in einem Match, ey. Oh ja, Tier 6 meine ich. Das ist schon hart. Achtung, du wirst beschossen, Jona. Oh, jetzt ist die Vision weg. Ich hole sie aber wieder. Besten mal in Schildkröte gehen, weil dort gleich die Steinschleuder feuern. Schildkröte! Pfähle vorbereiten! Wir werden angegriffen! Wusch! Ach, sehr getroffen. Ich deck dir mal hier die Seite. Wir haben übrigens noch einen mit Arti hier, der mitkommt. Den sollten wir auch ein bisschen decken. Oh, das ist praktisch. Mal hoffen, dass er sie richtig einsetzt und uns nicht in den Rücken schießt. Oh, du kannst dir die Fernkampfwets schnappen, Jona, die sind frei. Ja, mache ich auch. Deck jetzt hier erstmal die Flanke bei Aris, wenn ich dir helfen soll. Günther, sag Bescheid, ja? Ja, also jetzt momentan halte ich es noch ein bisschen aus, aber da kommt jetzt halt Phalanx. Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Ja, ich kämpfe einfach, ich hole mir hinten die Steinschleuderer. Ja, ich versuche das zu halten, ja? Ich glaube nicht, dass er mich kommen sieht. Nee, das sieht er nicht. Dann rasier mal. Ja, oder komm, Speere, pass auf. Er hat mich leider gesehen. Ja, aber er muss halt erstmal weg da. Egal, ich habe 2 Einheiten, ich kann umlaufen. Oh, wir haben Vision wieder verloren. Ja, das ist halt, weil der da jetzt mit seinen Einheiten steht. Oh, das tut weh. Gut, ich helfe dir mal ein bisschen, Günther, ja? Jo. Du willst beim Turm. Bitte nicht mehr reinschießen, dann. Ne, er schießt jetzt auf die Hopliten. Und die Hopliten von ihm kannst du einmal von hinten chargen, bitte. Mit denen er mich jetzt gerade hier sandwichen will. Hier drüben, Jona, die da, meint er. Welche? Hier. Da warte ich von mir erst die Schützen, weil meine Kraft verliert sonst so viel. Nahkampf. Aua, Alter, ich fresse da gerade heftigstes Friendly Feuer durch deine Phalanx, Junge. Oh, fuck, ich sehe es. Ja, warte, ich mach schnell weg. Einmal nicht aufgepasst, sorry. Sorry. Wir haben es vergessen, dass der Friendly Fire drauf gibt. So, den einen Hopliten-Turm haben wir jetzt schon geholt. Können die jetzt mal endlich fliehen, Mann? Das sind ja die Ultraschützen hier. Wie sieht's denn sonst so aus bei uns? Wir werden angegriffen. So, oh nein, Alter, wie läufst du denn? Der läuft einmal so. Nein, der ist einfach so gelaufen, dass er nur Passierschläge gefressen hat. Du Heckenbangert.
Soll ich jetzt bitte nicht mehr da reinschießen, bitte nicht da reinschießen. Ich kriege hier schon Friendly Fire Galore, ja. Die Piken dahin. Hau ab da, Günner, ich schnapp mir jetzt die Piken. Ja. Nein, warte. Okay, ich mach die. Alles easy in Brindisi. Gut. Oder in Salerno. So viel zum Thema Koordination. Ares, du kannst versuchen, den hier unten ein bisschen zu helfen durch Beschuss, ja? Ja, wollte ich gerade. Ich hol mal schnell den Turm wieder zurück, dass du dann dort... Das ist halt auch mit hier 5 verblieben, Leonidas, ne? Ah, okay, bei den Pferden, da drüben gönne ich mir auch nochmal. Ist bitchy. Okay, so, du bitte hier hin. Oh, wir sollten aber auch gleich weitergehen dann zum Kommando. Ich hol nochmal den Watchtower. Ja, ist die Frage, wollen wir das Lager komplett lassen? Dann machen wir das in meinen Augen, aber... Er hat ja noch irgendwo, wo sind denn die Fernkämpfer? Der hat doch noch Bogenschützen irgendwo, wo sind die denn? Nee, die sind alle weg. Die nee, der hat noch, nein, der hat nur 3 Bogenschützen. Ja? Centaur 14, hat noch 3 Bogenschützen. Irgendwo müssen die noch sein. Könnt ihr bitte nicht mehr reinschießen? Ja, ich hab da gerade angefangen zu schießen und dann chargst du da rein, ey. Gut, also von mir aus können wir jetzt rübergehen zum nächsten Tower. Ich lauf mal vor, also der, das ist die einzige Einheit, die ich momentan... Ah, die sind in der Stadt, die sind in der Stadt drin. Ich mach's ja nicht, das sind die Skorpione von uns. Achso. Sollen wir dann cappen gehen oder sollen wir in die Stadt rein? Ja, auf jeden Fall. Also lass die da unten in der Stadt machen. Die haben noch genug Leute. Ich kämpfe gerade komplett mit meinen eigenen. Ich weiß nicht, was das soll. Die machen das da gerade ganz gut. Das Einzige, was Jona machen kann, ist hier unten mal die Fernkämpfer catchen, damit er mit den Schwertkämpfern reinkommt. Wo? Ah, ja, unten in der Stadt selber. Da kannst du mal catchen, dann bist du halt auch nicht im Beschuss dann dauernd. Ja, ne, meine eigene Artillerie hat gerade meine halbe Armee weggeschossen. Aua. Geil, obwohl wir gegen 2 Einheiten gekämpft haben. Ja, ich weiß nicht, ob tatsächlich hier... Ob die das so überleben. Boah, Alter, aber ich hab meine Einheit, als er so einmal an der Phalanx dran vorbeigelaufen ist, ey, da habe ich mich so geärgert gerade. Oh, der hat tatsächlich noch hier den Watchtower. Ah, nee, warte, das ist seine Base. So, ich dachte schon, der holt sich den Watchtower. Womit denn, ne? Nee, und dann, ich sehe da nur noch so rote Zahlen hochploppen und meine Einheiten krepieren alle nach und nach. Mann, ey. Oh, da sind das tatsächlich noch Schwertkämpfer drin. Ja, nice, dann lass mich frontal gegen die anrennen, du kannst in die Seite kommen. Genau, so hätte ich das jetzt auch gesagt. Und der gute Ares, der kann sich ja, wenn er will, so hier positionieren. Da kannst du nämlich viel besser reinschießen. Und der wird ja nicht, der wird nicht zu dir kommen können. Der kann ja, soll der doch machen. Also ich fange den ab und dann kannst du ihm in den Rücken ballern. Die ganzen restlichen geflohenen Einheiten wieder umherrennen. Da ist sogar ein Leonidas mit drinne. Tatsache. Also dieses Match läuft ziemlich gut für die K4. Das ist doch ich nice. Ich seh's, Jona. 6000 Punkte da. Nicht ohne. Vor allem Unterstützung 2800. Ja, so muss das sein hier. Die Kaff muss supporten. Der kann nichts machen. Baller den jetzt weg. So, 800 kommt jetzt da vorwärts. Das ist ein Cäsar, ist das. Ja, nicht. Gut, ich bin da. Warte, ich charge jetzt einmal. Ah, da kann ich die Piken vorlangsam nicht aktivieren. Easy, brauchst du auch gar nicht, der ist ja gesandwiched. Ich glaube, der ist AFK, der Typ, oder? Glaube ich, ja. Nee, jetzt vielleicht, ja. Angegriffen! Deine Kavallerie ein bisschen rasieren hier. Da laufen die ganze Zeit mit. Der kann nicht selber spielen, glaube ich. War nicht schlecht, Kav. Oh! Piken rasieren ja richtig frontal, das ist ja nice. Lasst Bellona eure Klingen führen! Der hat das aber war nicht klug von den Kaleris. Nicht wirklich, nein. Da sterben mehr Reiter von ihm, als er getötet hat. Ja. Oh, dieser Eigenbeschuss, ihr seid krank. Dann muss ich doch mal nächstes Mal wieder Tier 5 spielen, dann kommen wir vielleicht in... Obwohl, ne, wo wir dann in so höher levelige Matches kommen. Who knows? Jawohl, das 1000 Points noch geknackt. Oh, das wird ein Vernichtungssieg. Aber sowas... Nee, es wird ein... wahrscheinlich die haben gut gekämpft da drüben, die haben nichts. Warte, ich wasche da jetzt mal rein. Komm. Komm, mach ihn weg. Und Lagersieg. Ah, Mist.
Aber noch schöne Eroberungspunkte geholt. Mhm. Boah, Jona! Krass, ey. Ich wusste gar nicht, dass ich hier mit Pro-Gamern unterwegs bin. Heftig. Ihr wurde rasiert. Mhm. Wo hast du die ganzen Punkte gemacht? Ah, ich habe gekämpft. hat den Cap exploited. Nee, Quatsch. So. Boah, Alter, ey, das gab schöne Erfahrungspunkte. Ja. Spannend. So sieht es aus. Kriegt er hier schon was Neues? So, was nehmen wir? Geht noch Spiel, das macht noch spannend. Jetzt, was nehmen wir jetzt? Den Punkt, ich bekomme. Aha. Ich kann nicht appen. Den könnte ich noch nehmen. Soll ich nochmal den Milfi spielen? Oder den. Ah, komm, ich spiele mal meinen Leonidas mit Hopliten. Passt. Dann sind wir eine richtige Linie, ey. Da kommt ja nicht durch. Punkte geregnet. Ja, super. Eine Sechserlinie Leonidas, das tut richtig weh. Das tut richtig weh. Muss mal nur gerade gucken hier. Ja, auf die Sichtweite kacken wir mal noch gepflegt. Machen wir mal so. Ich bin gerade am Überlegen, ob Bogenschützen vielleicht effizienter wären. Weil die machen mehr Damage. Oh, ja, nee, wobei, ich will jetzt nicht nochmal Kynane spielen. Dann der eine halt mit Bogenschützen und der andere halt mit Schleuderern, ne? Oder, was wir auch machen können, einer von euch in Sulla hochgelevelt auf 5 oder 4? Nee, ich hab Sulla gar nicht. Das wäre ansonsten auch noch nice, so ein Vierer Peltasten-Sulla spielen und der andere halt mit Steinschleudern. Und der Steinschleuder räumt halt die ganze Zeit die Bogies weg und der Peltast, der mördert einfach alles nur weg, was nah rankommt, ne? Was ist eigentlich euer höchster Rank? 5 mein oder höchster 6 ist oder so, 6. 5. Jona. 4, also das ist meine einzige Einheit, die ich wirklich habe. So, okay. ein sehr gefährlicher Spieler auf jeden Fall mit seinen 4x mit seiner 4er-Kaff. Ich habe ja für mich die Levels entdeckt, ey. Die machen da so einen Spaß. Das macht Spaß. Macht Spaß. So, dann auf in die nächste Runde, Leute. Was werden wir jetzt bekommen? Was wird es jetzt für eine Karte werden? Hier ist auf jeden Fall jetzt mal gerade Salernum zu sehen, aber das wird es ja vielleicht nicht unbedingt nochmal werden. Kapitolinischer Hügel. Boah, ja, genau. Das wäre ein Spaß. Alpis Graia, die hasse ich wie die Pest, ey. Alpis Graia. Oh, es geht. Mit Schwerkämpfer kann man da ordentlich aufräumen. Mm. Wenn man sich richtig positioniert. Ja. Ich werde da immer von meinen Verbündeten im Stich gelassen, krepier dann immer mit meinen Jungs und Mädels. Ja, Günther, du bist jetzt aber nicht mehr alleine. Ja, das ist tatsächlich ein entscheidender Vorteil. Oh, Teutoburger Wald und ich spiele Phalanx. Oh, nee. Oh, wer erinnert sich nicht an diesen glorreichen Tag, als Leonidas mit seinen 300 Spartiaten auszog, um im Teutoburger Wald gegen die Perser zu kämpfen? Genau. Oder wer das immer. Der als Historiker die Nackenhaare auf. Das war doch im Jahr 333 vor Christus. Haben wir denn Römer dabei? Nö. Gab's eigentlich so ein Sprichwort? 333 bei Issos Keilerei? Ja, genau. Schlacht von Alexander dem Großen. Ach, wenigstens eine Sache, die ich mir im Geschichtsunterricht ja, das ist gut, ne? Gibt noch einen Spruch. 510 Demokratie in Athen. Habe ich auch noch im Kopf. Echt? 510? Ja. Ah ja, okay, gut. Kleisthenische Reform. Nee, Moment mal. Kleisthenes war doch noch früher, meine ich. Ist egal. Ich oute mich jetzt wieder als Historiker-Noob. Mein erstes Mal mit Elefanten auf dem Schlachtfeld. Sehe ich gerade. Oh ja. Oh ja. Ja, die sind stark. Die sind echt stark. Mhm. Vor allem auch gleich mal Tier 6, ey. Zählen aber trotzdem nur als einer. Wenn ich was aus Herr der Ringe gelernt habe, dann das Elefant nur als einer zählen. Wie machen wir das denn? Wo gehen wir denn hin zum Defenden? Rechts oder links? So. Hm. Geh mal links. So, besser wäre links.
Ne, warte mal, da geht der Gannibal-Bark hin. Komm, ich gehe auf die 9. Ne, also, oh, du Lappen, ey. Okay, pass auf. Dann ab in die Mitte, oder wie? Corny, du gehst auf die 4. Okay. Nicht, du gehst nicht auf die 4. Egal, wo du ja, hingehst, geh nicht auf die 4. Okay, da genau, dann treffen wir uns. Dann treffen wir uns. Ja, einer von uns muss ja. Ja, also. Ja, da komm. Da treffen wir uns auf der linken Flanke. Lass mal Zentrum offen. Sind denn jetzt diese Elefanten? Wir haben ja die Steinschleuder, die können da ordentlich deppen. Beide nicht wie ein Herr der Ringe mit einer Kette zwischen den Stoßzähnen. Wobei ich fast. Ja. Okay, du machst den Weg dicht, dann mach ich hier beim Hügel überall dicht. Oder komm, Kaff. Er hat hier 5 Kaff, da hab ich schon gar keinen Bock drauf. Oh ja, bitte. Ach, oh, schade. Hätte wäre so geil gewesen, wäre die von Gannibal dort da reingerannt bei uns. Naja. Im Zentrum komm später. Wir haben auch echt viel Kaff, fällt mir mal gerade auf, gell? Ja, wir haben 3 Spieler mit 3 Kavalleristen. Ja, das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein, ne? Wirklich. Wir müssen aber, da ich das für Arti haben, lohnt sich sowieso eher defensiv zu spielen. Wenn der Gegner keine Kaff und keine Schützen mehr hat, dann ist es schon einfacher. So, was sehen wir da drüben? Ja, der kommt rüber mit den Schwertern. Tatsache. Und der Bogenschütze, der macht da auch, was macht denn der da? Das ist auch Steinschlag, klar, das ist doch dein Job. Weg mit den Dingern. Ja, schieß mal da in die Jungs rein. Oh, da kommt Kaff. Hier. Ich mach hier mal drüben. Oder schieß in die Kaff. Kaff ist auch ein weiches Ziel. Oh Gott. Könnt ihr euch mal entscheiden? Kaff ist auch ein weiches Ziel. Schieß in die Kaff. Oh, Vorsicht mit dem Bogenschützen. Ja. Das sieht zu verlockend aus für meine Begriffe. Oh, Schützen. Das war eine schlechte Idee. Der erste Treffer geht an den Feind. Usch. Oh, Hunde. Oh, Jagd, nee, doch nicht. Ja. Tatsache, der verheizt seine Jungs und Mädels. Da kommen auch Leves noch. Oh mein Gott. In die Hoplitenwand rein. Oh mein Gott. Das tut so weh. Was ist eigentlich gut gegen Hunde? Warum pusht der Zentrum? Der pusht Zentrum aus irgendeinem Grund. Ja. Wir müssen unser Lager verteidigen. Dann muss ich ja jetzt auch darüber. Das ist doch doof. Oh, Hunde sind stark. Bis ich mit meinen Kindern da bin, das dauert doch 100.000 Jahre. Achtung, die Hunde beißen deine Pferde. Ja, ja. Weiß nicht gerade, was dagegen kriegst machen. Kriegst du die hier hinten, Aris? Dann kannst du dir da ein bisschen helfen. Boah, ja, ganz knapp kann ich sie beschießen. Dann ist da der Sieg sicher. Wir müssen gleich zum Lager zurück, Leute. Jo, machen wir das. Wir haben da 4 Einheiten. Oh, Artillerie. Hallo. Verbindung getrennt. What? Verbindung getrennt, what? Hab ich jetzt. Ja, ich glaube wir alle, oder? Nee, ja. Ich nicht. Alter. Bin noch drinne. Ah ja, gut, ich meine, das gewonnen hätten wir das so oder so, ne? Oh, warte, synchronisiere. Ah, wieder drinne. Ich sehe es, da kommt ein Befehl. Ich bin nur so halb, ich bin noch grau. Ja, und? So, ich laufe dann jetzt ins Lager zurück. Also so in einer Viertelstunde bin ich dann da. Ja, das ist leider so. Phalanx ist halt schnell im Wald. Ja, wobei, das machen sie gerade selber alles. Die haben die Kraft gekriegt. Mich, was soll denn das? Die haben die Kraft gekriegt. Vielleicht sollten wir jetzt mal vorwärts pushen. Hat einer von euch Infanterie und will mir die Hunde vom Leib schaffen? Phalanx kann ich da leider nicht ganz so viel gegen machen. Ich glaube, wir müssen ja nicht weiter verfolgen, weil das nicht mehr notwendig ist. Die machen das selten schon alles. Ja, wir müssen jetzt so mal die Klappe machen. Boah, hat, ey, schaut euch mal die ganzen Einheiten da an. Boah. Jetzt, komm, ich mach mal hier Zentrum dicht, ja? Gut, mach das. Da kommt übrigens Kaff. Die Elefanten freuen sich da wirklich. Die rasieren ordentlich. Ich brauche dann gleich irgendwie da ein bisschen Support im Zentrum. Kann einer verhindern, unsere Jungs hier den Decap, oder kriegen die das nicht gebacken? Doch, das kriegen die gebacken, oder? Verhindern die den Camp? Kaff kommt von dem Schießen nicht. Kaff kommt. Ja, der Grüner, der hier. Artillerie-Lamer. Wie hat der Vision gekriegt mal wieder? Mäh. Also durch die Kaff da oben. Durch die Kaff da oben. Ja, ja. Dann laufe ich da mal weg. Ey, bei mir eskaliert draußen die Welt. Es regnet so heftig. Dann laufe ich mir weg, dann mache ich weiter oben dicht. Er kann ja mal aufhören, mit seinen Fäkalien hier rumzuwerfen. Ich zieh mich mal auch mit zurück, das ist eine gute Idee. Der Spacko schießt damit irgendwie. Sorry, der will ja niemanden hier flamen, aber der schießt damit irgendwelchen Nachttöpfen und Klosettschüsseln auf mich.
What the fuck, der hat das lange auch schon ganz schön doll eingenommen hier. Ja, es decapt ja keiner. Ja, naja, wir können ja nicht, wir müssen ja angreifen dafür. Leute, was machen die da? Ja, der capt aber auch nicht mehr so fleißig weiter. Oh nein, nein, viele, viele! Oh, close. Komm, Infanterie, bleib doch mal drin, du hast Hobliten, warum gehst denn du raus? Gut, jetzt ist raus. Wir werden angegriffen. Da kommen die Hunde. Also wir kriegen gleich Besuch von unten, ja? Oh nein. Ja. Eventuell, Jona, konnte ich deine Hilfe ein bisschen gebrauchen zum Scouten, ja? Oh ja, ich habe nur eine Einheit. Ja, wenn einfach nur ein bisschen gucken. Reicht schon. Wo bist denn du überhaupt? Oder schick die einfach hier auf den Turm rauf da. Dann kann ich hier hinten in Ruhe nach Hause rennen, weil hier sind irgendwo Hunde, die hier unten lang. Ja, wir holen jetzt erstmal hier diesen komischen... Da kommen wir an Karl-Heinz. Oh, Elefanten. Na toll, meine Piken sind. Ja, ich schick mal gerade mein Leonidas zu dir nach vorne. Oh shit, Ares, ey, da bist du echt am Arsch. Ah, Bruder, nimm mal hier oben, den einen da. Den Watchtower? Ja, genau. Das sind Hunde aber. Ja, aus dem Grund, ja. Aber das sind drei Einheiten, wie soll ich das machen, wenn ich da durchlaufe? Sollst du, nein, du nimmst den falschen Watchtower. Oh. Welchen Watchtower? Ich hab's nicht genau gesehen. Da hinten, hier. Achtung, Peltasten machen mich kalt. Nee, du schießt mir in den Rücken, Junge. Du schießt mir in den Rücken. Gott. Mach die Peltasten weg. Die Peltasten müssen weg. Ach so, den. Ja, das habe ich die ganze Zeit gesagt. Ja, ich hab das auch nicht gerafft. Ja, ich hab das auch nicht gerafft. Sag mal, wollt ihr vielleicht mal hier die Hunde wegrasieren? Mal hallo? Wie genau. Jemand die Geht Elefanten doch. Töten. Oh, diese Elefanten. Wenig tun. Ja, schlimm. Der hat 8000 Points, gell? Heftig. Da brauchen wir Schützen, irgendeinen. Haltet Stand! Komm schon, oh, meine ganze Einheit wird da gerade geschrottet hier. Wir werden angegriffen! Alter, was geht denn ab? Warum? Warum? Achso, das ist der Peltast, der mich da killt. Ja, kann ich nichts machen. Immer drauf! Ich sterbe als Krieger! Ja, das war's dann wohl. richtig geil, nicht? Jetzt haut rein hier. Rasiert wie sind denn die, deine Steinschleuderer so dicht an die Elefanten rangekommen? Weil die Elefanten mich immer weiter zurückgedrängt haben und dann kamen diese scheiß gepanzerten Legionäre noch dazu. Eieiei. Oh, dieser Arti, ey. Du musst sie mal ein bisschen auseinanderziehen, ne? Wenn die da alle in die gleiche Richtung rennen, hat er das natürlich auch easy, ne? Ich könnte jetzt deine Hilfe brauchen, Jonas, dass du mir die Einheit mal weghaust, weil die Arte mich jetzt beballert. Ich bin mit meiner letzten Einheit versuche ich die Allied Base Capture zu verhindern. Habe ich kurz geschafft, aber. Weil sonst hätten wir jetzt schon verloren. Och, verarscht, jetzt kommt der Falksträger. Eden Phalanx? Das schaue ich mir jetzt an. Günner, da kommen jetzt Punkte. Anscheinend doch nicht. Oh, viel Spaß gegen diese Riesenviecher. Ja, die kriegen erstmal einen Schildschlag von mir. Für mich ist die da, ich wirklich Damage bekommen. Komm schon! Ach. Ja! Hau rein da! Alter, sind die fett. Das gibt's ja gar nicht. Ja, hau die Falkstrigger weg. Oh, fragte mich dann so ein Zuschauer, die können die Elefanten vom Hannibal auch in Raserei verfallen? Wow. Das ist, glaube ich, so ihr Naturzustand. Ja, nice. Es hat sich gelohnt, die sind weg. Da ist meine Kynane tot. Alter. Oh, wir verlieren das Ding, nicht wahr? Nee. Du reißt das nachher raus. Ja. Du musst jetzt einfach nur alles geben. Ja, genau. Ah, Mist. Okay, ich bin weg. Er hat 10.000 Points, da was kommen ein paar mit Elefanten. So OP eigentlich schon ein bisschen. Obwohl unser Team hat ihn wieder Kacke eingesetzt. Ah, ich muss meinen Sulla leveln, damit ich Peltasten Galore spielen kann, ne? Ja, ich bin down. Alleine hat man als Pikenspieler überhaupt keine Chance. Ja, so das horny, ist richtig. Komm. Muss ich aber ein bisschen anstrengen. Einsatz. Oh, noch erwischt, ey. Geil. Absolut Sinn, Mann. Und ich hab noch bis zum Schluss überlebt. Luck muss man haben, ey. Hoffentlich regnet es wenigstens Punkte.
Ja, die haben einfach zu krasses Zentrum gepusht und dann war der rechte Flügel irgendwann weg, ne? Man hat der Gegner... Der Elefantenspieler hat zu stark reingehauen, fand ich. Bitte nicht alle durcheinander reden. Bitte was? Wer war das eben? Ares oder Jona? Ja, ich hab mich... Ob der mit 10.000 Points, ob das ein Römer war. Oder ob das der Elefantenspieler war. Das war ein Germanicus. 9.330 Punkte. Den meinst du, ne? Der hat Abwehrpunkte gemacht, 3000 irgendwas und Capture-Punkte, ja. 3200. Der hat ja, halt das war der bei uns in der Base stand und die ganze Zeit beschossen wurde in der Schildkröte. Das klingt ja fast nach dieser Schildkrötentaktik, wo die Bogenschützen drin stehen. Genau, der hat sich eingemauert mit den Speeren und dann da drin gestanden. Oder hat sich einmauern lassen, kann ja auch sein, weiß man nicht so. Es gibt ja Leute, die lassen sich auch freiwillig einmauern. dann spiele ich jetzt mal den Alex. Waren es jetzt nicht schon zwei Schlachten? Ja, im nächsten Part spiele ich den Alex. Das war ein Weg, mit dem Soundfall zu schauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, Pax Vobiscum, Valete.